Im südlich von Sönstetten gelegenen Frontal ging ein großer Maschinenschuppen in Flammen auf und brannte weitgehend ab. 60 Feuerwehrleute aus Sönstetten, Steinheim und Heidenheim waren mit 10 Fahrzeugen stundenlang im Einsatz. Um die Löschwasserversorgung vollends absichern zu können, wurde vom Sportzentrum im Wiesental bis zum Brandplatz mit dem Katastrophenschutzfahrzeug 600 Meter Schlauch ausgerollt. 6 Trupps unter Atemschutz führten an vorderster Front den Kampf gegen das Feuer. Insgesamt wurde aus 8 Rohren in dieser Nacht gelöscht. Die Restlöscharbeiten dauerten bis 3 Uhr in der Nacht. Rund 200.000 Euro Schaden entstand bei diesem Großfeuer, das möglicherweise durch einen Defekt in einem elektrischen Schaltkasten ausgelöst wurde. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Mit einem Traktor eines benachbarten Landwirts wurden teils verbrannte Ladewagen aus der Ruine gezogen. Mit einem weiteren Radlader wurden dann später riesige Futterberge geborgen und im Freien abgelöscht. Dieses Futter diente den Tieren im angrenzenden Dammwildpark.